Hallo. Ja, ich dachte, ich mache ein Video über Konturen, also das Konturieren des Gesichts, das Modellieren. Ich weiß, das gibt es eigentlich schon recht häufig, aber ich denke, der Vollständigkeit halber muss ich so ein Thema ja auch mal ansprechen. Und ja, warum überhaupt Konturieren, Modellieren oder wie auch immer? Ich denke, ich persönlich denke, dass wir dadurch, wenn wir Make-up, Foundation auf unser Gesicht auftragen, in einer recht einheitlichen Farbe, ohne Lichtreflexe, eben komplett platt eine Farbe, machen wir ein bisschen was zunichte, eine gewisse Natürlichkeit und gerade eben, wenn die Foundation recht deckend ist, ist es dann eine Farbe und das wirkt dann etwas fad, ein bisschen plakativ und vor allen Dingen sind die Wangen ja nehmen sehr viel Platz in unserem Gesicht ein. Also ich denke, 2/3 mindestens. Und eigentlich sind die Wangen ja jetzt nicht wirklich etwas, wo man so gerne den Fokus drauf setzt. Ich denke mal, die meisten von euch betonen dann doch schon lieber ihre Augen und ihre Lippen. Und wenn dann die Wangen eine große weiße Fläche sind und euch jemand betrachtet, ja, nehmen Sie so ein bisschen Aufmerksamkeit von eigentlich diesen Stellen, die ihr, auf die ihr eigentlich gern lenken möchtet. Das sind eben bei mir meist eigentlich die Augen. Und gerade dafür ist das Konturieren wirklich klasse, um den Fokus noch einmal explizit auf die Augen zu lenken. Denn wenn ihr eine Kontur hier setzt, unterbrecht ihr einmal den Fluss dieser großen Fläche. Also es nimmt so ein bisschen die Aufmerksamkeit weg und des Weiteren schiebt ihr optisch den Fokus in diese Richtung. Also wenn man sich das vorstellt, dass hier eben etwas Schatten ist, dann schiebt es das euer Gesicht nach oben. Also und es ist einfach auch, wenn man vorher-nachher Bilder anschaut, ich versuche das gleich mal noch zu machen, dann seht ihr, dass eben eure Augen viel mehr strahlen, wenn ihr Rouge auf den Wangen habt. Natürlich ist wenn ihr helles, farbiges, schönes Rouge hier drauf macht, gehört auch ein bisschen dazu. Aber wenn ihr eben noch die Kontur macht, verstärkt ihr diesen Effekt und hinzu zaubert ihr eben Wangenknochen, die ihr vielleicht nicht habt oder nur ganz minder. Denn wenn man diese ganzen mathematisch ausgerichteten Berechnungen zur Schönheit sich mal anschaut, ist es so, dass hohe Wangenknochen rein evolutionstechnisch nun mal attraktiv wirken. Ich teile das jetzt einfach mal in ein paar Aspekte. Also legen wir mal los. Also Punkt 1 würde ich sagen, ist vielleicht das Thema der Farbe, der Farbwahl. Also grundsätzlich denke ich, gibt es keinen Unterschied zwischen einem Konturpuder und einem Rouge. Ich meine, wenn man bedenkt, dass es eben ganz helle Typen gibt und ganz dunkle Typen, sind natürlich verschiedene Farben dunkel oder hell genug, um einfach einen gewissen Schatten zu spenden. Zwar hat MAC zum Beispiel, darauf wurde ich auch angesprochen, diese Sculpt and Shape Powder eingeführt, aber die sind ja nichts anderes als einfach nur hautgetönte Rouges. Aber eben angepasst an gewissen Farben für die Kontur oder welchen für die Highlights. Ich hatte euch ja in dem Video Emote gezeigt, der ist tatsächlich sogar sehr ähnlich dem Sculpt and Shape Powder namens Sculpt. Da gab es ja mal solche Duos, das hatte ich, aber dadurch, dass die beiden einfach identisch aussahen, beziehungsweise der nicht ganz so hochpigmentiert war, was mir ein bisschen lieber war, habe ich den anderen einfach abgegeben und benutze den jetzt eigentlich nur, wenn ich eher neutrale Sachen auf den Augen habe oder mal ein wärmeres Rouge verwende, weil man sollte es schon ein bisschen auf den jeweiligen Look abstimmen, dass das so ein bisschen harmoniert, nicht ein bisschen herumsticht. Und so habe ich zum Beispiel eine Farbe bei diesem anderen Video, das ich gemacht habe, welche Farbe dem eigenen Hautton vielleicht passen könnte, ist so eine Farbe bei mir. Das ist von Coris Nummer 32. Und das ist dann eben halt eher so ein rotstichiges Braun, leicht Pflaume. Und solche, das sind die Farben, die mir einfach meinem Teint gut schmeicheln. Und das andere ist, also es passt auch zu den Lidschattennuancen, die ich normalerweise verwende. Ich denke, es ist schöner, so ein kühleres Blush zu nehmen, wenn man eben auch kühle Farben verwendet. Das harmoniert schön, betont jeweils die Farben und wirkt dann nicht so ein bisschen fad oder so. Also das ist für mich zumindest eine gute Wahl. So, Punkt 2 sind diese Pinsel. Ich habe jetzt ein paar hier rausgewühlt
mit denen ich das gelegentlich mache. Am häufigsten greife ich zu einem fast runden Pinsel von MAC, 116er ist das. Der ist nicht zu groß, nicht zu klein, schön fluffig. Dadurch, dass er rund ist, ist es so, dass er hiermit den deckendsten Farbauftrag macht und mit denen hier das schön ausblendet, dass es schön hauchig wirkt. Noch hauchiger wird es mit so einem Pinsel. Der ist dann halt sehr, sehr fluffig, hat eben nicht diesen präzisen mittleren Punkt. Und dadurch wird das noch softer. Bekannt sein könnte auch der 109er, der ist eben auch als Konturbrush im Angebot. Der ist klein und präzise und macht dadurch einen sehr, sehr geraden und feinen Strich dann. Und noch präziser geht es mit so einem. Den gibt es nicht mehr bei MAC. Ist auch eine Konturbrush mit einem flachen, mit harten Kanten. Dadurch, wenn ihr den verwendet, wird das ein sehr, sehr präziser Balken, sage ich mal. Und gleichzeitig damit kann ich ja auch was zu den Formen sagen. Also es ist keins von beiden ist wirklich verkehrt. Ich denke, die natürlichere Variante ist natürlich die stark ausgeblendete, wo der Übergang dann super soft und organisch wird. Allerdings muss man auch sagen, wenn man sich bei Personen anschaut, die sehr stark ausgeprägte Wangenknochen haben, wie sieht da die kon natürliche Kontur aus, werdet ihr bemerken, dass die fast immer sehr präzise ist. Einfach weil an der höchsten Stelle des Wangenknochens bricht ja eben das Licht und dann wird es dunkel. Also ist diese präzise Linie, die man mit eher präziseren Konturpinseln erzielt, gar nicht so falsch. Das Problem dabei ist, sie ist dann ja nur gefaked. Und wenn ihr das wirklich so präzise malt, dann könnte das von einer anderen Perspektive als der vorteilhaften Porträtperspektive, sondern von der Seite, dann schon ein bisschen künstlich aussehen. Und so habe ich für mich einfach gedacht, wenn ihr für den Alltag ein bisschen konturiert, nicht so stark Farbe, schön ausblenden, das reicht eigentlich völlig. Aber für bestimmte Anlässe, vielleicht auch für Fotos, wenn es oder schummrig ausgehen, wo man das nicht so genau sieht, da kann man ruhig auch schon diese präzisere Variante nehmen, die dann einfach richtig ausgeprägte Wangenknochen modelliert. Wenn ich den Pinsel benutze, tupfe ich in das Blush und klopfe überschüssige Farbe ab. Es soll ja möglichst nicht viel sein. Da müsstet ihr einfach auch darauf achten, wie ist euer Blush beschaffen. Ich mag beim Blushes wirklich lieber die, die geringer pigmentiert sind und dafür sich super in die Haut gleichmäßig einarbeiten lassen. Diese hochpigmentierten, das ist wirklich nicht mein Ding. Und wie ihr wahrscheinlich schon gehört habt, da wo man zuerst ansetzt, dort bleibt die meiste Farbe hängen. Darum fangt immer außen an. Ich denke, ein guter Punkt zum Ansetzen ist direkt unter der Kotelette am Ohr. Hier. Ihr solltet auch bis zum Ende durchziehen, weil sonst sieht es komisch aus. Und arbeitet euch dann nach innen, fasst den Griff möglichst weit außen an, denn dann habt ihr einen sehr natürlichen Spielraum. Wenn ihr hier anfasst, habt ihr zu viel Kontrolle und ist nicht unbedingt gut. Wie ich das mache, ich sitze jetzt einfach an und schmiere. Vor und zurück und hinterher auch noch ein bisschen nach oben und unten, sodass das natürlich verblendet wird. Und also eigentlich wirklich total wie irre. So. Also es ist jetzt wirklich ein sehr natürlicher, softer Auftrag. Nicht allzu intensiv. So finde ich das recht gut. Ich weiß nicht, ob ihr das gut erkennen könnt. Ihr könnt dann natürlich noch ein bisschen einarbeiten. Noch so einen präziseren Strich ziehen. Man kann das natürlich so eben anpassen, wie man möchte. Aber das wäre es im Prinzip auch schon. Wenn ich jetzt diesen hier verwende, das wird jetzt ein bisschen schwierig, gehe ich ebenfalls da rein und setze auch oben an, aber verwende wirklich nur von diese eher horizontal diagonale und blende es ein klein wenig aus. Aber im Prinzip sieht man, denke ich, schon den Unterschied. Und die Feinarbeiten kann man natürlich dann auch machen. So. Ich denke mal, die präzise Linie ist doch erkennbar. Das wäre so ein bisschen der Unterschied.
Ich würde mal in einem anderen Video noch zum Blush und Highlight was sagen. Ich trage es persönlich auch wirklich auch in der Reihenfolge auf. Erst Contour, dann Blush, dann Highlight. Weil ich finde, dadurch blendet es, die einzelnen Farbabstufungen blenden sich einfach besser ineinander. Ansonsten hoffe ich, dass so ein bisschen klar geworden ist, was ich sagen wollte. Ich hoffe auch, ihr seht den Effekt, dass es einfach die Linie unterbricht und ein bisschen weiter zu den Augen herausschiebt. Wobei jetzt fehlt ja noch leider der Blush, der das Ganze noch ein klein wenig höher schiebt. Ich würde sonst sagen, einfach das zweite Video schauen für das letztendlich das Resultat. Bye bye.